Vor ein paar Wochen hat YouTube die Art und Weise, wie wir unseren Kanal einrichten, vollständig geändert. Daher werde ich dir in diesem Video zeigen, wie du die neuen Funktionen nutzen und deinen YouTube-Kanal anpassen kannst. Das ist besonders wichtig, weil ein gut eingerichteter Kanal eine Grundlage dafür ist, dass dich überhaupt irgendjemand abonniert. Und in vielen zukünftigen Tipp-Videos wirst du Sachen sehen, die du nur verstehst, wenn du heute richtig zuhörst. Viel Spaß mit dem Video! Hey, ich bin Voa und auf meinem Kanal dreht sich alles rund um YouTube. Wenn du neu bist, dann lass jetzt ein Abo da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. In diesem Video schauen wir uns mal die neue Funktion Kanal anpassen an. Die von euch, die am PC unterwegs sind, die werden es wahrscheinlich schon gemerkt haben. Der Hintergrundgedanke hinter dieser Funktion ist es, dass YouTube es uns einfacher machen will, unseren Kanal ansprechender zu gestalten. Und dafür wurde die Art und Weise, wie wir unseren Kanal einrichten, quasi einmal komplett auf links gekrempelt. Ich muss sagen, ich bin bis jetzt absoluter Fan dieser Änderung. Es bedeutet aber auch, dass wir uns jetzt erstmal umgewöhnen müssen. Ich rufe ja wirklich selten zum Teilen auf, aber schickt dieses Video gerne mal euren YouTube-Kollegen und teilt es in Gruppen, damit wir so vielen Leuten wie möglich weiterhelfen können. Ich würde auch sagen, wir starten jetzt direkt rein ins Tutorial. Wenn ihr in eurem Dashboard seid, dann findet ihr unten links den Button Anpassen. Wenn ihr das erste Mal in eurem YouTube-Studio seid, dann wird YouTube euch auch hierauf nochmal hinweisen. Wenn ihr darauf klickt, kommt ihr in das neue Fenster. Hier habt ihr erstmal eine Menge Funktionen zur Auswahl und hier fällt auch direkt der erste Unterschied auf. Es gibt nämlich nun das sogenannte Video Spotlight. Damit können wir entscheiden, welches Video wir ganz oben auf der Startseite anzeigen lassen wollen. Wir können einmal ein Video für neue Zuschauer wählen, das ist quasi der Kanaltrailer, und auch mal ein Video, das bestehenden Abonnenten angezeigt wird. Diese neue Funktion ist quasi die Weiterentwicklung der Kanaltrailer-Funktion, weil damals konnte man ja nur für neue Zuschauer ein spezielles Video festlegen, jetzt geht das aber auch mit einem Video für eure bereits abonnierten Zuschauer. Wie gesagt, für neue Zuschauer wählt ihr am besten weiterhin den Kanaltrailer und für eure Abonnenten nehmt ihr am besten ein Gewinnervideo oder ein sonstiges besonderes Video. Darunter findet ihr die Möglichkeit, weitere Abschnitte hinzuzufügen. Da habt ihr eine wirklich sehr, sehr große Auswahl. Das lese ich jetzt mal nicht alles vor. Was ihr auf jeden Fall machen solltet, platziert hier eure Power-Playlist ganz oben und fügt vielleicht noch 2 bis 3 weitere Playlists ein, die gut euren Content widerspiegeln. Insgesamt ist das neue Kanaldesign auch dafür da, dass ihr mehr Möglichkeiten habt, euren Kanal individueller zu gestalten. Gleichzeitig soll es aber auch einfacher gehen und bis jetzt finde ich das auch deutlich besser umgesetzt. Und übrigens, alle Einstellungen, die ihr vorher hattet, die werden jetzt hier ins neue Design auch übernommen. Also das, was bei mir jetzt hier zu sehen ist, das habe ich nicht extra eingestellt, das wurde aus meinem alten Kanaldesign einfach so übernommen. Rechts können wir dann übrigens noch den Abschnitt angesagte Kanäle aktivieren, beziehungsweise wenn er aktiviert ist, können wir es hier deaktivieren. Ganz wichtig, das ist hier jetzt nicht ganz so optimal von YouTube gelöst, denn den Bereich, den kennt ihr auf meinem Kanal zum Beispiel als Partner und der war bisher immer auf der Seite Kanäle zu finden und außerdem auch rechts auf der Startseite. Dieser Bereich soll ab dem 15.10. aber umziehen und bekommt einen neuen Platz auf der Startseite. Wie genau das aussehen soll, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Jedenfalls müssen wir, wenn wir die Verlinkungen hier beibehalten wollen, hier auf Bereich jetzt hinzufügen klicken und ihr seht dann, dass YouTube hier auch die Einstellungen übernimmt, die wir vorher bei den verlinkten Kanälen hatten. Die Kanäle können wir dann hier rechts noch einfach sortieren und außerdem haben wir nur noch eine Suchfunktion, wenn wir neue Partner hinzufügen wollen. Danach drückt ihr auf Fertig. Das war es jetzt auf jeden Fall mit der Startseite. Wenn ihr Fragen habt, dann stellt ihr natürlich immer gern in den Kommentaren. Wenn wir oben von Layout auf Branding wechseln, wird es sehr interessant. Hier kann ich echt nur wieder ein großes Lob aussprechen. Die neue Aufteilung ist wirklich super gemacht. Auf dieser Seite finden wir nämlich alles, was mit Design zu tun hat. Ganz oben ist das Profilbild und darunter der Banner. Das ist jetzt übrigens auch wichtig für die mobilen Nutzer, weil da beschweren sich ja einige, dass sich das am Handy nicht ändern lässt. Wenn ihr am Handy einen Browser nutzt und dort die Desktop-Ansicht aktiviert, dann sieht YouTube bei euch aus wie am PC und dann könnt ihr es auch alles genauso nutzen wie hier im Tutorial. Jedenfalls finden wir rechts neben dem Profilbild und dem Banner auch noch einen kleinen Infotext, wie groß die Datei sein soll und so weiter. Darunter wird es auch nochmal wichtig, denn dort finden wir neuerdings das Wasserzeichen.
das war ja vorher wirklich sehr versteckt, doch nun ist es endlich genau dort, wo man es auch vermutet. Apropos Vermutung, dass YouTube nun extra einen Abschnitt hat, der Branding heißt, wo ihr alle Designs auf einmal einfügen könnt, das zeigt für mich unterschwellig, wie wichtig es ist, dass ihr ein einheitliches Design habt. Ich denke zwar nicht, dass das einen Einfluss auf den Algorithmus hat, aber durch den professionelleren Aufbau der Kanaleinstellungen will YouTube, denke ich, schon signalisieren, dass professionell eingestellte Kanäle gewünscht sind. Das Wasserzeichen hat sich von der Funktion her übrigens nicht verändert. Ihr könnt hier einfach ein Bild hochladen und dann eben einstellen, ob es am Ende des Videos, zu einer bestimmten Zeit oder immer eingeblendet werden soll. Ich würde euch immer empfehlen. Danach geht es noch weiter zu der Seite Allgemeine Information und auch das ist wirklich revolutionär. Auf dieser Seite können wir ganz oben zum Beispiel ganz leicht unseren Namen ändern. Wir werden nun also endlich nicht mehr auf unser Google-Konto weitergeleitet, sondern können endlich unseren Namen direkt auf YouTube ändern. Das macht das Ganze viel praktischer und meiner Meinung nach auch deutlich professioneller. Darunter können wir die Kanalbeschreibung einfügen, das ist auch schon übersichtlich hier. Was in so eine Beschreibung rein soll, das war Thema eines anderen Videos, das verlinke ich euch mal hier in der Infokarte. Ganz interessant ist auch, dass darunter noch der Punkt Sprache hinzufügen ist. Also wir können zukünftig mit nur einem Klick unseren Kanal hier einfach übersetzen. Und das Geniale ist, dieses Übersetzungsfeature macht es uns auch möglich, unseren Namen in einer anderen Sprache zu ändern. Dafür muss man natürlich erstmal Videos machen, die für mehrere Länder relevant sind. Und wenn man einen Eigennamen oder einen Firmennamen hat, dann ist es natürlich weniger sinnvoll, den zu übersetzen. Dennoch wird es mehr als genug Fälle geben, wo das Feature Sinn ergibt. Der offizielle Formel 1 Kanal könnte sich zum Beispiel für deutsche Nutzer auch Formel 1 nennen und ein zweisprachiger Kanal kann nun auch endlich für beide Sprachen einen Namen und eine Kanalbeschreibung wählen. Unter diesem Feature finden wir noch den Abschnitt Links. Hier können wir die Links einfügen, die ihr rechts im Kanalbanner sehen könnt. Die Funktion wurde auch verbessert, endlich können wir die Position der Links per Drag and Drop festlegen und müssen nicht alle anderen löschen, um einen bestimmten auf Platz 1 zu kriegen. Hier bin ich mir aber noch nicht ganz sicher, ob das Feature an dieser Stelle so gut platziert ist. Auf jeden Fall könnt ihr dann auch noch festlegen, wie viele Links im Banner sichtbar sein sollen. Ich persönlich habe hier 5 stehen, das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Darunter findet ihr dann noch die Möglichkeit, eure geschäftliche E-Mail anzugeben und außerdem, falls ich es noch nicht erwähnt habe, oben rechts wird euch in allen drei Abschnitten eure Kanal-URL angezeigt, die ihr auch ganz einfach kopieren könnt. Was ich auf der Seite so ein bisschen vermisse, sind leider die Kanal-Tags. Die sind nach wie vor komplett versteckt und nur dann zu finden, wenn man lange danach gräbt. Dabei sind die, wie ich selbst wieder bei mir herausgefunden habe, gar nicht so unwichtig. Vielleicht fügt YouTube die ja eines Tages hier noch ein, denn meiner Meinung nach gehören die definitiv mit auf diese Seite. Insgesamt muss ich aber sagen, dass ich mit dem neuen Kanal-Anpassen-Modus wirklich sehr zufrieden bin. Die richtigen YouTube-Kanaleinstellungen vorzunehmen, ist wirklich so einfach wie nie zuvor und ist meiner Meinung nach auch deutlich professioneller geworden. Gerade neue Nutzer werden sich viel schneller zurechtfinden und auch für erfahrene Nutzer hat man nun fast alles auf einen Blick. Es ist zwar noch nicht perfekt, aber definitiv ein Schritt in die richtige Richtung. Was mich jetzt aber interessieren würde, ist eure Meinung. Was haltet ihr vom Kanal anpassen? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Mit den richtigen Einstellungen kann man auf jeden Fall auch gut weitere Abonnenten gewinnen, wie ich am Start ja auch schon angekündigt habe. Vor einigen Monaten hatte ich in einem Video mal erklärt, mit welchen Funktionen das am besten geht. Das Video verlinke ich euch jetzt mal hier in der Infokarte und auch gleich im Abspann. Schaut gerne rein. Wenn euch das Video hier gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da. Außerdem wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, Leute. Und ciao.